Also zuerst mal gibt es viele direktere Führung, oder? Es gibt einen Verwaltungsrat. Wenn das jetzt durchgeht, da sitzen die 12 CEOs von der Nationalligamannschaften zusammen und können reagieren auf alles miteinander. Jetzt ist das viel, viel schwerfälliger, oder? Geht über das Leistungssportkomitee und dann geht es in eine grosse Sitzung mit allen Clubs von der Swiss League und von der National League. Und so weiter. Und dort hat es noch komplexe Abstimmungsverhalten mit einem Swiss League Club 2 Stimmen pro Club und National League Club 3 Stimmen pro Club und. Und das wird, da gibt es eine Sitzung bzw. eine Videokonferenz. Da könnt ihr vieles entscheiden und vorantreiben. Und es gibt einen CEO, der direkt an die 12 rapportiert, oder? Ja, ich glaube, wir wollen sicher verhindern, dass es immer wieder zu Krisen kommt, die einzelnen Clubs, oder? Kloten ist ein sehr unrühmliches Beispiel, oder? Aber HCD, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, auch, oder? Und andere Clubs auch immer wieder. Also man ist gleichzeitig der Meinung, sehr vieles stimmt an dieser Liga. Sie hat eine sehr gute regionale Verteilung. Das will man erhalten, oder? Es wäre sehr schade, wenn man irgendwann nur noch einen Tessiner Club hätte in der Liga. Das wäre und so weiter. Also, da ist man eigentlich gut aufgestellt und hat das Gefühl, das kann man weiterentwickeln. Die Zuschauer haben die letzten 10 Jahre jedes Jahr ein bisschen zugenommen, oder? Wir sind auf einer guten Auslastung. Ja, wenn man den Abstieg anschaut, oder, der ist jetzt schon nicht ganz einfach gewesen, oder? Es hat relativ viel gebraucht. Es hat auch nicht jedes Jahr überhaupt auf Abstieg gespielt gegeben. Auch der Aufstieg braucht relativ viel. Das ist man sich bewusst. Es gibt weiterhin die Gefahr vom Abstieg, aber man hat auch dort eine Art Investitionsschutz noch ein höheres Gewicht gegeben, als er schon bekommen hat. In den letzten 15 Jahren, sage ich, ist es immer ein bisschen schwieriger gemacht worden, auf- und abzusteigen bzw. abzusteigen. Man ist jetzt sich einig, dass die Liga kann grösser werden noch. Es gibt aber die aufkommen, die müssen auch realistisch Teil von dieser Liga können sie. Sportlich müssen sie sein, sie müssen aber auch finanziell sein, sie müssen von den Zuschauern her sein. Es muss passen, es muss das versucht man da zu erreichen und gleichzeitig, wenn man oben ist, ja, wenn man speziell investiert, insbesondere dort, was man muss, um hochzukommen, dann soll man auch einen gewissen Schutz haben für das Investment. Nicht einen unbeschränkten Schutz, aber einen gewissen Schutz. Es wird sicher etwas weniger dramatisch sein, teilweise gegen hinten raus. Aber man kann absteigen, also wenn ein Club nicht mehr vernünftig geführt ist und nicht mehr vernünftige sportliche Leistungen erbringt, dann wird er ausgeschlossen aus der Liga. Jeder weiß, wenn er ein Auto direkt importiert aus dem Ausland, ist es günstiger, als wenn er es da im abgeschotteten Markt kauft. Also das Erste ist einfach mal eine gewisse Marktöffnung. Gibt unweigerlich einen gewissen Druck auf Preise, sprich bei uns sind es jetzt Löhne, oder? Wir werden in Zukunft als Ausländer jeden definieren, der nicht für die Nationalmannschaft spielen kann. Das heisst, es gibt jetzt deutlich mehr als 4 Ausländer im Schnitt, die bei diesen Mannschaften sind. Es sind tendenziell zwischen 6 und 7 Öppen eigentlich, hat man heute ganz konkret. Das Argument kann man überall dort bringen, wo man sich gegen eine Liberalisierung vom Markt wendet, oder? Also wenn man nur den Swissair erlaubt, in die Schweiz zu fliegen, dann nachher werden die Flüge wahrscheinlich teurer in der Schweiz. Und dann kann man auch sagen, niemand muss fliegen, oder? Also das ist ein Argument, wo man immer bringen kann. Es ist einfach so, wenn Sie etwas wollen oder müssen einkaufen und am Ende des Tages müssen sie eine Mannschaft haben mit 22 Leuten. Und klar, der Sportchef und der Trainer und so weiter, die wollen natürlich so viel Qualität in dieser Mannschaft drin haben, wie sie wollen. Und wenn der Markt
klein ist, dann tut man sich gegenseitig hochschaukeln. Das ist normal auf der Welt, gerade wenn man in so einer kompetitiven Situation ist, wie man ja im Sport ist, die ist, sage jetzt mal, prononcierter als im Lebensmittelgeschäft, oder? Das muss man schon sehen. Wir sind in einer besonders kompetitiven Situation, die auch psychologisch sicher viele dazu bringt, und das sieht man überall im Sport, mehr auszugeben, als sie können fast. Oder jedenfalls immer ganz an Grenzen zu gehen. Ist ja kein Wunder, kein Club hat je Dividenden auszahlt, zum Beispiel, oder? Jedes normale Business zahlt Dividenden aus, oder? Ja, warum? Weil man an Grenzen geht auf der Ausgabenseite, weil eben das Ziel von der Tabelle einfach übermächtig ist, oder? Also ich glaube, die Swiss League und die National League, die sollten, wenn möglich, beide flächendeckend, die einen ein bisschen in den grösseren Zentren, die anderen in den kleineren Zentren, attraktives Eishockey bieten, oder? Eishockey ist generell ein lokal sehr verankerter Sport, oder? Also man sagt ja immer, oder, im Fußball, wenn Bayern München gegen Chelsea spielt, dann schauen die Schweizer, oder? Aber wenn Frölunda gegen IFK Helsinki spielt, dann interessiert das kein Schweizer, oder? Wir sind lokal, und das ist auch die Chance für eine Swiss League, glaube ich. Die ist lokal eben in einem kleineren Ort, im Jura oder wo es ist. Ich hoffe, in Zukunft auch vermehrt endlich wieder mal in der Deutschschweiz, oder? Und dann haben wir die National League, die sollte eigentlich das Gleiche machen auf einem höheren Niveau, international kompetitiv, kann Champions Hockey League spielen oder sogar den Spengler Cup, die allerbesten Mannschaften. Und dann tut aus der National League raus, gibt es noch eine Sache, wo sie noch sollten bestücken, das ist die Nationalmannschaft. Das ist sozusagen die Perle von der National League, oder? Und die wird sie müssen weiterhin letztlich auch finanzieren, macht sie. Und daneben gibt es noch den ganzen Amateursport. Und der interessiert alle die 12 Klubs in gleichem Mass, in hohem Mass. Weil das ist einerseits der Nachwuchs, den wir dort anbringen, das ist andererseits ein grosser Teil von unserem Publikum. Oder hat irgendwann selber Hockey gespielt oder ist über einen, wo Hockey spielt, dazugekommen. Also dort haben wir alle gleich geartetes Interesse, dass der Amateursport im Nachwuchsbereich, aber letztlich auch im Erwachsenenbereich, dass der weiterhin ein Teil von der schweizerischen Kultur ist. Oder? Aber ich glaube eigentlich, das geht gut zusammen. Was ist, denke ich, die Nationalmannschaft wird noch etwas stärker von der National League bestimmt, wie es dort läuft, weil sie finanziert es und sie stellt alle Spieler zur Verfügung, und auch dort wird es ein bisschen direkteren Draht geben, oder? Das hoffe ich mir. Das ist bis jetzt nicht so schlecht gewesen, sie ist auch sehr erfolgreich gewesen, kann man sagen. Also ich glaube, dort wird sich nicht so viel so dramatisch ändern.